Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Legend of Soul God. Ja, wir wollen eine Gilde machen. Im letzten Video konnten wir leider keine Gilde machen. Blöd. Ja, wir hatten keine 500 Goldstücke. Jetzt haben wir aber 897. Zudem, dieses Video ist wieder gesponsert von King. Dafür auf jeden Fall nochmal danke. Und unten in der Videobeschreibung, falls ihr Bock habt auf dieses Game und vielleicht auch in die Gilde wollt, auch wenn vielleicht nicht genug Platz ist oder so, vielleicht mal runterladen, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall irgendwann einen Stream davon geben. Ja, weil das ist echt cool zu streamen. Das ist wirklich cool zu streamen. Ja, könnt ihr es ja euch runterladen unten in der Videobeschreibung. Okay, gut. Wir wollen die Gilde machen, ja? Fertig hier mit den anderen Sachen, was wir hier alles schon gesagt haben. Und jetzt erstellen wir eine Gilde. Gildenname. Kann ich jetzt hier... Ah, ich kann... Okay. Gildenname. Cap. Caro. Wie immer. Allianz. Sehr gut. Beschreibung. Beschreibung. Wir sind... Legend of Soul God. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, das kann man noch mal ändern oder so. So, Emblem. Oh, lila. Ich mag lila. Das gibt's noch. Oh, es gibt nicht anders. Okay, dann müssen wir lila nehmen. Ist klar. Lila, Lieblingsfarbe von Caro. Mindeststufe für Beitritt. Ach so, kann man auch Mindeststufen machen. Ich bin Stufe 5. Ja, yeah, Stufe 1, ja. So, Region. Nee. Deutschland hier. Germany. Und erstellen. Wähle deinen Spitznamen. Wie wähle deinen Spitznamen? Hä? Na, Cap Caro. Cap Caro. Was sonst? Was anderes gibt's gar nicht. So, Cap Caro speichern. Achso, jetzt kann ich ja noch... Die sehen alle irgendwie mysteriös aus, würde ich jetzt sagen. Was nehmen wir? Weiblich? Ist nur die hier unten. Nee, ich will das hier. Das sieht cool aus. Okay, speichern. Nehmen wir. So, sehr gut. Was ist das jetzt? Hauptseite? Logo? Ach so, das ist jetzt ein Boss, den können wir bekämpfen. Und hier spenden. Nächster Buff kritisch. Ach so, ja, dafür brauchen wir erstmal Gildenmitglieder. Weil ohne Gildenmitglieder wird es leider nichts. Nee. Ja gut, da müssen wir noch ein bisschen warten, weil ich spende ja jetzt nicht für niemanden. Ja, das wäre ja Quatsch. Denke ich mal, dass das jetzt so ist. Info, was gibt's hier noch? Info? Suchen? Suchen? Empfohlene Gilden? Ach so. Erschlag. Aha, Mindeststufe 2, 5. Aha. Ja, das toppen wir, oder? 20 Mitglieder brauchen wir. Es geht 20 Mitglieder. Falls ihr jetzt nicht irgendwie dabei sein könnt, ja, vielleicht irgendwann, es werden, denke ich mal, auch wieder welche aufhören vielleicht, oder wie auch immer, die sich das Spiel angucken und dann sagen, ah, ist vielleicht doch nichts für mich. Es ist wirklich so ähnlich wie Candy Crush, also so ähnlich, ich würde sagen, besser als Candy Crush, weil bei Candy Crush, ja, hat man das so gemacht, ist ganz cool und so. Jeder oder viele von euch kennen ja Candy Crush. Und hier im Prinzip finde ich es echt cool, dass man hier seine Monster im Prinzip aufleveln kann, andere Monster bekommen kann, die andere Stärken haben und so weiter. Ich habe auch schon jemand Neues. Ich habe sie jetzt in der Sammlung. Ja. Und ich habe ihn in der Sammlung. Und finde ich echt cool. Den finde ich richtig gut. Und zwar war das Quickiehafte. Ich war hier bei Stufe 25. Ich bin nicht weitergekommen. Ohne Mist. Ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht. Das klingt eigentlich voll krass, aber ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich diese 25er Stage fertig hatte, weil ich nicht gecheckt habe, Caro, nimm doch mal den Elfling raus, ja, und pack doch mal den Prasselhuf ein, ja. Pack den doch mit rein und kämpfe sozusagen mit dem. Und das habe ich dann gemacht und dann zwei Runs, weil manchmal muss man halt, sag ich mal, den Run neu starten, im Prinzip, ja, dann sind die vielleicht besser, sag ich mal, wie bei Karten, ja, dann hast du ein besseres Kartenblatt hier und dann hast du halt ein besseres Monsterblatt und deswegen startet man manchmal halt zweimal, ja, oder dreimal sogar, ja, und dann schafft man es auf einmal, ja, so teilweise sogar total easy und so, aber wir gehen mal in ein Spiel noch rein, Legend of Soul God laden. So. Wir haben schon einiges mehr hier als im letzten Video. Wie gesagt, ich habe auch schon wirklich weitergespielt. Also sicherlich so, ja, 2 Stunden werde ich schon gespielt haben, ja. Vor allem dieses Gold, das so zusammenzubekommen. Aber okay, so, kann natürlich sein, Caro hat sich einfach nur ein bisschen blöder angestellt. Ja, das ist natürlich auch möglich. Okay, gut, fangen wir an. Ich sehe schon mal, wir machen uns, wollen wir erstmal, wir müssten eigentlich... eine Mauer machen. Sollen wir... Ja, wir machen erstmal eine Mauer hier. Zack. Und eine Mauer hier.
Zack. Und können wir da jemanden... Nein, können wir nicht. Aber wir nehmen den hier mal raus. Wir holen noch keine neuen. Und jetzt packen wir nämlich den hier hin. Sehr gut. Okay, dann packen wir den dahin. Sehr gut. Und hoffen wir... Yes! Nämlich hat er nämlich einen Boost bekommen. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, hier vorne seht ihr ihn, ja? Also wir können leider nicht ranzoomen. Unseren Bock hier, ja? Unseren gelben Bock. Und wenn ihr dann noch zwei andere hinterher packt, wird er natürlich noch stärker. Ja? Er ist jetzt in der Stärke von 7, wird auch nochmal erhöht. So, okay. Wir könnten jetzt sogar... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir packen jetzt mal den nochmal dahinter. Zack, Boost. Und noch eins mehr. Noch mal ein bisschen stärker. So, unser Schild da drüben, was wir bekämpfen natürlich... Oh, jetzt haben wir 2 abgezogen bekommen von unserem Bock. Unser Schild da drüben natürlich hat 29 Punkte. Das heißt, wir müssen dem Gegner natürlich hier 29 Punkte abziehen und dann haben wir gewonnen. Ja, das bedeutet, wir müssen natürlich hier diese Katapulte irgendwie wegbekommen. Beziehungsweise kommt da dann auch noch andere Gegner und sowas. Wir haben natürlich 13 Leben, wir dürfen die nicht verlieren. Ja, also dann haben wir verloren. Ist klar, entweder er verliert oder wir verlieren. Und ich hoffe natürlich, er verliert. Ja, okay. So, packen wir den raus und den hier hin. Sehr gut. Am besten packen wir uns hier nochmal ein bisschen mehr Mauer. Da haben wir nämlich eine 4er-Mauer. Zack. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich die anderen Gegner und die haben 7. Das ist echt viel. 7, ja, Leben und 7 können die uns auch abziehen. Und das wäre extrem doof. Deswegen müssen wir uns hier irgendwas einfallen lassen. Am besten noch irgendwie eine Mauer oder irgendwas, was wir hier machen können. Aber erstmal packen wir den hier hin. So, damit wird schon mal der wird auf jeden Fall zerstört und wir ziehen dem Gegner noch 1 ab, wenn es so läuft, wie ich mir das denke. So, den packen wir noch hin. Können wir noch machen? Sehr gut. Ja, genau. Und 1 ziehen wir ab. Genau. So, sehr schön. Jetzt packen wir hier dich dahin. Sehr gut. Und holen mal neue. Yes. Was machen wir jetzt? Wir müssen ein Schild machen irgendwie. Wir machen... Oder nein? Nein? Aber ich glaube, er greift jetzt an, oder? Okay, nein. Er greift nicht an. Uns wurden 2 abgezogen. Jetzt haben wir nur noch 11 Leben. 11 Leben. So. Okay, wir haben jetzt die. Ich würde sagen, wir packen... Wollen wir das so machen? Weil wenn das Katapult... Ach, dann rechnen wir jetzt damit. Das wären 6. Aber wir ziehen dem Gegner hier viel ab. Wir hoffen jetzt einfach mal und holen neue. Sehr gut. Bäm. 4 wieder abgezogen. Okay, wir haben keinen abgezogen bekommen. Wir müssen aber neue holen, weil wir müssen hier links irgendwas machen, sonst verlieren wir zu viel Leben. Aber wir können nichts machen weiter. Wir können hier eine Mauer stellen, wenn ich hier den roten Panda und die lilane Hexerin, wie auch immer. Ich kann mir immer die Namen noch nicht merken. Das ist echt schlimm. Karo und Namen merken, ganz, ganz schlimm. Telefonnummer geht schon besser. Okay, naja, dann was machen wir? Wir haben 2 Züge. So, wir können hier aber keinen... Wir können kein bauen. Das ist... Doch. Wir können hier den hier rüberziehen und den hier rüberziehen. Somit haben wir schon mal eine 3er-Macht. Zack. Okay. Und können den noch zerstören. Sehr gut. So, dann machen wir hier noch eine neue Mauer. Hier. Den packen wir weg. Neue Mauer hin. Haben wir da mehr Schutz. Okay. Packen den noch hier rüber. Zack. Auch wieder 3er Stärke. Den machen wir da und haben noch 1 abgezogen. Und hier, jetzt hat er noch 9. Jetzt hat er noch 9. Okay. Gibt es jetzt hier irgendwelche Kombos, die wir hier machen können? Manchmal sieht man echt Dinge überhaupt nicht, obwohl die so glasklar sind. Aber okay. Das ist zum Beispiel jetzt ein blödes Kartenblatt. Das heißt ein blödes Monsterblatt. Aber okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das jetzt zusammen. Ist das... Wir haben ja nichts. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier bitte machen? Können den hier wegpacken und wie hier hin haben wir nochmal eine Mauer. So, okay. So. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel verloren. Okay. Das lief gut. Da haben wir jetzt ein gutes Blatt bekommen gehabt. Wir machen hier ihn... Hierhin. Und ihn weg. Zack. Haben wir wieder eine schöne Mauer.
Sehr gut, weil sonst hätte uns das Katapult jetzt nämlich gerade direkt getroffen. Direkt ins Herz. So, okay. Boah, noch eingebaut. Ich glaube, es ist gleich vorbei mit ihm. Ich glaube, es ist tatsächlich gleich vorbei mit ihm. Aber können wir hier noch irgendwas rocken? Und noch ein Boost. Es läuft wie... Oh, wie im Länderspiel. Aber ich glaube, er ist jetzt gleich down. Er müsste jetzt auf jeden Fall gleich down gehen. Packen wir hier noch hin. Dann kriegst du nämlich noch einen schönen Boost. Sehr gut. 4 würde er uns jetzt abziehen. Aber es... So. Hoho. Das läuft wie im Länderspiel. 2 abgezogen. Wir haben aber hier drüben links noch einen Reiter. Der beendet das gleich. Beendet das gleich. Okay, hier machen wir eine schöne Mauer. Holen neue. Sehr gut. Und... können wir... Ah, nee. Doch, jetzt. Ja, sehr gut. Zack. Bäm. Okay, Sieg. Sehr schön, die Stage auch wieder geschafft. Was bekommen wir? Ich will stärkere Monster hier. Ich will stärkere Monster. Okay, fortfahren. Können wir auch mal irgendwas weiter... wir gucken mal, ob wir irgendwas weiterentwickeln können oder so. Ach, wir können noch Kisten öffnen. Guck mal, hier, öffne Gratis-Kiste. Ihr könnt alle auf 4 Stunden, glaube ich, könnt ihr eine Gratis-Holztruhe... Oh, eine Silbertruhe. Mhm. Oh, 79 jetzt von 75. Hier haben wir es jetzt noch nicht weiter. Auch sehr gut. Und noch ein bisschen Gold. Ja, das bisschen Gold, ja. Also, es war echt... Ich habe lange gespielt. Ich habe lange gespielt. Sag jetzt einfach mal so. So, wir können ihn weiterentwickeln. Mach mal hier. So. Gegenstand. Kompetenz. Okay. Kritische Trefferchance. Und Bonus. Was nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen das. Ja, kritische Treffererhöhung ist doch gut. Kritische 3, 6%. Blocken 3%. Stärke 1. Kompetenz 1. Halten Sink. Ach, wir hätten vielleicht doch den Sink-Bonus nehmen müssen. Den muss ich als nächstes nehmen. So, okay. Haben wir noch irgendwas Neues? Nee, da haben wir noch nicht genug. Hier fehlt mir uns noch einer bei diesem Bock. So, was? Shop? Ach, können wir noch eine Gratis-Truhe öffnen? Hey! Komm, kriegen wir vielleicht so einen Bock? Ey, das läuft wie im Länderspiel. Schon wieder eine Silbertruhe. Hä? Noch eine? Jetzt hör auf. Oder habe ich mich jetzt irgendwie gerade verdrückt? Ja, nein. Das ist ja falsch. Ich brauch den Bock. Na, das ist nicht der Bock. Ich brauche nur einen von diesem Bock. Doof. So. Quest haben wir alle abgeschlossen heute. Okay, sehr gut. Anmeldebonus habe ich mir schon abgeholt. Okay, gut. Dann danke ich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich werde mal ein bisschen weiterspielen und bei Stage 30 machen wir dann zusammen weiter. Ja, das heißt, ich mache die 28, 29 und die 30 machen wir zusammen und dann gibt es hier irgendwie so eine Magic-Truhe. Gold-Truhe. Ja, und die öffnen wir im nächsten Video zusammen. Ich danke euch fürs Zugucken. Haut rein und falls ihr, wie gesagt, Bock habt, ja, Gilde, Cap Caro Allianz. Wow. Das Coole an dem Spiel ist, ihr müsst nicht ständig online sein. Das finde ich wirklich cool. Ihr müsst nicht ständig irgendwie online sein. Wenn ihr spielt, spielt ihr, ja, wie gesagt, wie bei Candy Crush. Entweder ihr spielt oder ihr spielt nicht. Wie auch immer. Also, wie ihr Lust habt. Ich schaue immer mal hier vorbei. Zwischendurch, wenn halt die Zeit da ist. Beziehungsweise suchte einfach mal 1 bis 2 Stunden durch. Ja, und probiere weiterzukommen und ärgere mich, wenn ich nicht weiterkomme. Aber okay, also ihr müsst hier ein Köpfchen anstrengen. Und das Coole ist, worauf ich mich freue, dass ihr hier Spiel irgendwann auch Arena spielen könnt, ja. Bosser Helden Arena, ja, also ich denke mal, ihr könnt da auch dann gegen andere so eine Art PvP halt, aber nur eine Art PvP gegeneinander spielen, ja, also wie ihr gegen eine künstliche, also gegen eine KI, gegen eine künstliche Intelligenz spielt ihr dann, das heißt, jemand macht eine Defense rein, ihr greift an, ja, und die künstliche Intelligenz im Prinzip spielt das Spiel und entweder ihr gewinnt, ja, weil ihr die besseren Monster habt oder ihr verliert. So ist das. Genau. Also ich danke euch fürs Zugucken. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung befindet sich der Link zum Spiel. Also haut rein, viel Spaß und ja, schöne Woche noch. Beziehungsweise schönes Wochenende, Woche, wie auch immer. Okay, haut rein, tschüss.